Ich heiße Sie alle sehr herzlich willkommen im Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek. Im Mittelpunkt unserer aktuellen Sonderausstellung steht eine der einflussreichsten Schriftstellerinnen der deutschsprachigen Literatur, Ingeborg Bachmann. Mit ihren Gedichten, Erzählungen, Romanen und Hörspielen schuf sie ein einzigartiges Werk, das auch heute noch fasziniert. Ihr Todestag jährt sich 2023 zum 50. Mal und ist für uns der Anlass, diese Ikone der Nachkriegsliteratur mit einer facettenreichen Schau zu porträtieren. Gezeigt werden etwa Originalbriefe aus Ingeborg Bachmanns Briefwechseln mit Paul Celan und Max Frisch, Gedichtentwürfe und autobiografische Aufzeichnungen, und vieles davon wird erstmals öffentlich zu sehen sein und stammt aus dem Nachlass der Autorin, der sich im Bestand der Österreichischen Nationalbibliothek befindet. Ein Leitmotiv der Ausstellung ist das Abgründige und Geheimnisvolle, das Bachmanns Werk durchzieht. Das Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit, von Zeigen und Verbergen. Die Aktualität und Wirkung von Bachmanns Texten belegen Arbeiten und Statements von zeitgenössischen Künstlerinnen, Autorinnen und Filmemacherinnen. In 10 Themenkapiteln dokumentiert die Ausstellung unter anderem Bachmanns frühen Ruhm als Lyrikerin, ihre Auseinandersetzung mit Krieg, Krankheit, Beziehungs- und Geschlechterverhältnissen sowie die utopische Dimension ihres Schreibens. Ich lade Sie sehr herzlich ein, die Ausstellung Ingeborg Bachmann, eine Hommage, im Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek zu besuchen. Sie ist bis 5. November 2023 zu sehen.